Die italienische Polizei hat wegen der für eine Person tödlich verlaufenden Auseinandersetzungen im Rahmen des Serie A-Spiels zwischen Inter Mailand und dem SSC Neapel einen vierten Hooligan festgenommen. Der Anführer der Inter-Ultras soll nach Erkenntnissen der Behörden den Angriff von Mailands Hooligans auf neapolitanische Anhänger, bei dem ein Inter-Fan vom Fahrzeug eines Napoli-Tifosi überrollt und tödlich verletzt wurde, geradezu generalstabsmäßig geplant und angeleitet haben. Bereits vor der Verhaftung des 34-Jährigen hatte die Polizei drei Inter-Schläger festgenommen.